Und wieder ein herzliches Willkommen zu Let's Play Saints Row the Third. In diesem Part werden wir, was werden wir denn hier tun? Die restlichen sechs Sachen suchen. Auf jeden. Und das ist im Gebiet der Deckers. Okay, müssen wir nur geradeaus fliegen. Im letzten Part haben wir Genki Bowl 7 abgeschlossen. Wir haben das Spiel generell schon fast abgeschlossen. Ich war mir selber nicht sicher, ob ich die 100% mache, aber ich habe es getan. Jetzt darf ich jeden Part umbenennen. Sind wir schon im Gebiet der Deckers? Nope, noch nicht. Fliegen wir hier über die Zombie-Welt, Zombie-Land. Und jetzt heißt es suchen. Ashwood Bricks. Da hätten wir auch schon was. Ich glaube, das waren dann alle Puppen. Oder? Ja, 20 Sexpuppen gefunden von 20. Die Sexpuppen werden mal abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch was finden. Richtig, Geldpakete und Drogenpakete. Und natürlich, je weniger es werden, desto schwerer wird es auch, sie zu finden. So, da drüben hätten wir auch ein Geldpaket. So, jetzt brauchen wir noch drei Sachen. Wie schnell das eigentlich geht alles. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Geldpakete und ein Drogenpaket. Aber wie gesagt, je weniger es wird, desto schwerer wird es auch, die zu finden. Wir hatten ja jetzt Glück, jetzt waren alle drei Sachen hintereinander, aber wer sagt, dass das bei den nächsten Sachen auch so ist? Geldpaket. Thank you.
20 von 20 Geldplatten. So, das, die letzten beiden Drogenpakete nur noch. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das finden. Wie schnell. Aber hier könnten wir auch nachschauen. An so abgelegenen Orten ist meistens immer irgendetwas. Genau das wollte ich euch zeigen. An was erinnert euch das? Ich flieg mal hin, und damit ihr einen besseren Blickwinkel habt. What the fuck? Und da, wisst ihr schon? Ich bin der König der Welt! Jack, ich kann fliegen. Ja, das ist eine Szene aus Titanic. Und um ehrlich zu sein, dieses Schiff sieht von vorne aus wirklich wie die Titanic. Es ist auch unten rot und schwarz. Und es hat auf beiden Seiten einen Anker. Ja, der eine ist sogar gehisst, also der ist fallen gelassen. Und von vorne sieht dieses Schiff wirklich aus wie die Titanic. Aber nur von vorne. Von hinten nicht, weil sie ist zu klein. Ja. Das ist so ein kleines Easter Egg im Spiel. So. Jetzt nervt mich dieses Min runterfahren schon wieder. Später durchführen in 4 Stunden. Aber wartet noch mal, ich muss das Team im Hintergrund schließen. So. Also in dem Spiel wird sehr viel parodiert. Also erstens mal Tron, dann Hangover, dann Star Wars, dann Titanic. Mir ist nicht aufgefallen, was noch parodiert wird. Ja, Gangs of New York auf jeden Fall, weißt du, ja. So, da hinten schauen wir uns jetzt um. Hier könnte auch noch irgendwo ein Paketchen versteckt sein. Vielleicht bei unserem intergalaktischen Haus irgendwo. So aussieht nicht. Bei unserem Atomkraftwerk, das wir unser Domizil nennen. Das ganze Spiel über habe ich dieses Schiff gesucht, um es euch zu zeigen. Aber wie immer findet man alles als letztes. Denn voraussichtlich
Nur voraussichtlich wird dies der letzte Part sein. Und da hätten wir auch schon ein Drogenpaket gefunden. So, nur noch eines. Und ich vermute sogar, ich weiß, wo es ist. So, da müssen wir jetzt, glaube ich, nur entlang fliegen. Ja. Nein, das ist ein Amoklau. Nein, das ist Vandalismus. Vandalismus! Na, was habe ich gesagt? Das Leben ist eine Party. Hier hat er 6 Puppen, der kleine Penner, der Perverse. Damn, chipped a nail. So. Und als krönenden Abschluss gehen wir zum... Ja, das ist sogar das, was wir sind. Oh, no. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Dass mein Fluggerät jetzt im letzten Part natürlich abkacken muss. Ja, okay. Schalt das Lied ab. Wir holen noch unser Bargeld ab. Saints Buch. Wie viel haben wir denn schon? Da fehlt nicht mehr viel. Ein paar Meter noch. Wo ist es denn? Ah, hier.
Nein, das ist nicht. Knapp verfehlt. Nee, das ist auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Pausleitzeit, nein, Geisterfahrer, überfahren, nein, Distanz, fliegen, erkunden, gibt es Maskott, nein, Panzerboote, Flugzeug, nein, Autos, nein, nein, nein. Fahrzeug und Führung zurück, Distanz, Stoppi-Distanz, benutze menschliche Schicker, Ausgang von Fahrzeugtuning, Autotorpedo, das da, also fehlt auch nicht mehr viel, nur noch 118. Geh zum Penthouse. Gotte. So, 80, 32, 10, 30, 34, 56. Und jetzt gucken. Es gibt keinen Versuch. Oh, 100%. 100%. Ich habe Saints Row the Third zu 100% durchgespielt. Ja. Und es wird ein Part noch kommen nach diesem. Das mit Kill Ben, mit den Händen habe ich euch versprochen, ja, dass ich einen ganzen Part 10 Minuten oder so mit den Händen um und um renne und Blödsinn mache. Ja. I'm here to help. Yeah, ein kleiner Lapdance. Hey, I got an idea. You piss off the cops, I'll set up a camcorder and catch it on tape. Then we send it to them as a fuck you. Okay, ich habe mir überlegt, das machen wir noch. Und dann verabschiede ich mich von euch, weil... Ja. Oder? Nee, ich kack drauf. Die Mission wird sich irgendwann nochmal kommen. Ja, also wie gesagt, ich sage danke fürs Zusehen. Ich werde die Credits nochmal abspielen. Abspielen. Yeah, ein sexy Lapdance nur für euch hier, Leute. I'm here to help. Noch einen, noch einen. Yeah. Sehen wir uns den Lapdance mal von hinten an, okay? So wie sie es macht. Nee, anders hinten. Dieses hinten. Yeah. Oh, sexy Hintern. Ja, also wie gesagt, ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in meinem neuen Let's Play. Und ja, ihr dürft wählen, ob, wie gesagt, wenn einer unter dieses Video hier, einen Kommentar schreibt, ich soll die Fahrzeugdiebstelle machen. Dann mache ich sie auch. Und die Herausforderung, das ist kein Problem, damit habe ich kein Problem. Ja. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Credits. Bis dann.